diesem Teil fahren wir erstmal in die Berge nach Zentralanatolien und dann aber doch wieder an die Küste. Von Konya besuchen wir Sille, das auf eine 5000-jährige Geschichte blickt. Gegenüber vom Dorf befinden sich in der Felswand Höhlenwohnungen und Kapellen. Ich glaube, hier ist eine Regale. Die eisigen Temperaturen und der Schnee in den nächsten Wochen bestehen bleiben und uns den Alltag erschweren, ändern wir spontan unsere Route. Wir fahren nicht wie geplant nach Kappadokien, sondern über Konya Richtung Süden. Flächenmäßig die größte Stadt der Türkei und wirkt trotz seiner über 2 Millionen Einwohner auf uns ganz entspannt. Wir besuchen das Mevlana-Museum, das ehemalige Kloster der tanzenden Derwische. Ja, Oktay. Genau. Auf unserem Weg Richtung Süden müssen wir über mehrere Bergpässe und uns kommen kaum noch Autos entgegen. Hier in Taschkent geht es erstmal nicht mehr weiter. Die Straße bleibt über Nacht gesperrt. Da wir direkt vor einem Hotel zum Stehen gekommen sind, lassen wir es krachen und nehmen uns ein Zimmer. Nächsten Morgen tut sich auf der Straße nichts, also geht's erstmal mit unseren schönen Hotelhausschuhen zum Frühstück. Ja.
Der Hotelkoch gibt uns den heißen Tipp, nicht wie alle anderen umzukehren, sondern in Taschkent erstmal ein paar Stunden abzuwarten. Schaffen wir es, den Schnee hinter uns zu lassen und nähern uns der Küste. Wir übernachten an diesem schönen Strand in der Nähe von Tasuku. Geht es weiter mit der Fähre nach Zypern. Was uns auf dieser Insel erwartet, davon berichten wir im nächsten Teil.